Herzlich willkommen zur täglichen Dosis Trash. Holt schon mal das Popcorn raus, es wird wieder trashig. Es geht mal wieder um unseren besten Freund Julian Zietlow. War jetzt ein paar Wochen ruhig, auch eher langweilig. Und jetzt geht's so richtig ab. Es geht um China, es geht um seine Ex Kate. Anscheinend hat Kate auch, ja, zumindest hat er das jetzt so gesagt, auf ihrem OF auch gemeinsame Videos mit Julian hochgeladen. Stimmt das? Hat jemand das OF von Kate und kann das bestätigen? Das wäre wirklich hardcore, im wahrsten Sinne des Wortes. Verzeiht mir den Wortwitz. Und ja, Julian haut hier ordentlich raus. Kinam hat auch darauf schon geantwortet. Also wenn euch das interessiert, lasst ein kostenloses Abo da. Verpasst das nicht. Es gibt um 12 Uhr dann das Video zu Kinam. Das würde sonst den Rahmen sprengen. Ich will immer nicht so 30, 40 Minuten Videos machen, sondern dann lieber zwei hintereinander, kurz und bündig. Also hier erstmal Julians Perspektive. Er hat auf jeden Fall kein gutes Wort über Kinam mehr übrig. Kinam war seines Erachtens der mit dem größten Talent eines Schamanen und ja, der hat ihn ja auch die letzten Monate eigentlich immer sehr gepusht. Also der war ja eigentlich in jeder Story irgendwie drin. Das scheint irgendwie in den letzten Wochen dann irgendwie umgeschwenkt zu sein. Klar, Kinam hat sich Kate gekrallt im wahrsten Sinne des Wortes. Das passt natürlich einem Julian nicht. Man merkt auch, er ist so ein bisschen zickig und ein bisschen not amused. Und er sieht sich, glaube ich, wirklich auch als Nukleus dieser ganzen Gruppe und die Leute haben unter ihm zu stehen. Also ich finde, von dem, was Julian dort erzählt, merkt man schon, dass er da nicht so ganz, ja, ganz ohne ist und anscheinend das nicht so gern hat, wenn andere Leute mal das machen, was sie wollen. Und wenn man, so viel kann ich vorwegnehmen, das von Kinam auch und seiner Story so durchgelesen hat, dann bestätigt sich das irgendwie, was ich so als Gefühl auch bei Julian in den letzten Monaten hatte. Also erstmal die Trennung von Alina war unschön. Ja, ich glaube, jeder, ob man jetzt pro Julian oder pro Alina war, sagt, oh, irgendwie war es uncool. Ja, die eine sagt gar nichts, er wird teilweise dann irgendwann sehr persönlich. Dann diese neue Liebschaft, die sehr offen ausgelebt wurde und ja, teilweise echt too much. Dann der gemeinsame Podcast, wo es ja auch ein paar, ja, Teile von gab, wo er da auch sehr egoistisch zum Teil war. Also entweder hat er geredet oder halt Luca. Dann, wenn Luca redet, dann klebt Julian komischerweise doch dann mal auch an seinen Lippen. Bei den anderen beiden Damen, dann war es eigentlich relativ egal, was die zu sagen hatten. Da wollte dann Julian sprechen oder ist dann aus dem Zimmer gegangen, als Sarah, mal was zu sagen hatte. Das fand ich dann irgendwie auch schon wieder so ein bisschen fies. Sarah und er, also Julian und auch Luca und Julian sind noch miteinander cool, aber der Rest dieser ganzen Gruppe scheint komplett gespalten zu sein und ja, ich sehe das, was die dort treiben, als sehr, sehr gefährlich an. Ja, und ich zeige euch jetzt erstmal das, was uns jetzt Julian zu erzählen hat. Anscheinend nimmt sich China mit den ganzen Leuten, die dort so eine Reise, ja, so ein Coaching buchen, sich einige Freiheiten mehr raus. Aber na gut, seht erstmal selbst. Ich bin gespannt auf euch, was ihr zu diesem Thema zu sagen habt. Kennt ihr das? Wenn Influencer in ihren Gruppen oder in den Kommentaren plötzlich so ganz liebevoll schreiben und auch so, ey, vielen Dank, dass du das ansprichst. Mir ist wirklich wichtig, ja, das hier, dafür stehe ich mit meinem Namen. Und dann weiter, es tut so weh, dann sich so in die Opferrolle verpissen, weil sie genau wissen, was für Scheiße sie gebaut haben. Ja? Und dann ist das passiert. Einfach immer wieder. Action machen, Schwanz einziehen, Pussy sein, Opferrolle. Und dann hat er mich geschlagen. Soll ich wirklich was zu diesem Thema jetzt sagen? Soll ich wirklich sagen, wie es war? Na gut. Also ich mache jetzt in Bali und in Österreich Zeremonien. Wer davon noch zurücktreten kann, und die Darstellung ist falsch. Ich habe mich lediglich mit Rita zurückgezogen, um mich auszuruhen, so wie ich es immer mache. Nein, Bro. Du hast Rita hinten im Zimmer gepimpert. Genauso wie Pauline und Desiree. Du hast an einem Wochenende drei Teilnehmerinnen gepimpert.
Ja, also liebe Ladies, wenn ihr Geld dafür bezahlen wollt, ja, um mit dem Schaman zu pimpern, dann empfehle ich euch Österreich und Bali. Ich mache jetzt noch ein letztes Mal Werbung, um von diesen Menschen beglückt zu werden, um 1500 Euro zu bezahlen und dann endlich mit dem Schaman pimpern zu dürfen. Kannst du dich jetzt besser erinnern, Bro? Soll ich dir nochmal auf die Sprünge helfen? Weißt du noch, wie du mit Pauline im Sommerregen draußen gedanced hast und das Fenster offen gelassen hast in Dannys Wohnung und der ganze Regen reingedonnert ist und das Parkett in den Arsch gemacht hast und du gesagt hast, tja, hat Danny halt Pech gehabt, wie mit vielen Dingen, wo Danny Pech gehabt hat. Lieben Gruß an Danny. Hier hast du den Adressaten für die ganzen Schäden in deiner Wohnung. Man nennt ihn auch den Pimper-Schaman. Ganz wichtig, Leute, diese Medizin ist absolut heilig und einer der wundervollsten Tools, die es überhaupt auf dieser Welt gibt. Und der Typ hatte mega Talent. Ja, das ist meine Stärke. Ich sehe Talent und ich kann es empowern bis zum geht nicht mehr. Die Sache ist dann, wenn ich meine Energie rausnehme und die Leute süchtig danach sind, dann fallen sie öfter mal in ein tiefes Loch. Sieht man auch bei dem Verrückten und der Rothaarigen oder bei den beiden Clowns jetzt. Meine ehemaligen Kinder quasi, die sich jetzt gegenseitig trösten, die tickt, die drehen dann durch. So. Und dann geht es nur noch um die Kohle. Und es ist schon ein bisschen länger so, weil ich so ein bisschen länger meine Energie bei ihm entzogen habe, mich da distanziert habe. Und dann fängt er plötzlich an, nur noch Retweets zu machen für Pimpern und für Kohle. Richtig enorme Preise zu verlangen. Und wenn du aus der Energie des Mangels sowas anbietest, dann kann das nur in die Hose gehen. Und das ist jetzt schon zweimal knapp in die Hose gegangen. Ja, brandgefährlich bei denen irgendwas zu machen. Loop. Ich bin da nicht doof. Ja, ihr seht ja selber, wie oft ich diesen Loop fahren durfte jetzt. Und der Verrückte und der Pimper-Schamane waren einfach jetzt meine Altlasten. Genauso wie Baba Yaga. Das sind einfach Altlasten, die waren genauso gut, wie sie waren. Ja, ich brauchte eine Weile, wenn ich die Leute empower, die mitnehme und die quasi Businesses auf meiner Beflügelung aufbauen und ich dann merke, in den Zweifel gerade, irgendwas stimmt hier nicht, dann bin ich vorher immer noch weitergegangen. Ich habe meinen Gefühlen nicht vertraut. Und dann kommt es dazu, dass die Sache im Endeffekt eskaliert. Weil wenn ich dann irgendwann etwas spät meine Energie wegziehe, dann flitten die durch. So, und es waren jetzt einfach Altlasten, okay? Schön der Monat November, Skorpion, sterben lassen, wunderbar. Und ich fühle mich so befreit. Ich fühle mich so befreit, Mann. Noch eine Sache, die ich dem Umfeld vom Pimper-Schaman mitgeben will. Federico, Freddy, Aaron, Steffi, Anna. Ihr seid weit über seinen Kopf hinausgewachsen. Ich bin froh für eine Elina, die 10 Stufen über dem Jungen ist, dass das zu Ende gegangen ist und sie endlich ihre Stärke zeigen kann, weil sie von diesem Typ nicht mehr begrenzt wird. Ihr seid immer noch in dem Feld. Freddy glaube ich nicht mehr. Der hat es begriffen. Aber an den Rest, ihr habt den überrundet. Der hatte das Megatalent. Was ich immer gesagt habe, er ist der Talentierteste. Nur er macht seit 1,5 Jahren einfach keinen Step mehr, geht nicht in seine Themen rein. Und ein Schamane, der nicht in seine Themen reingeht, ist einfach ein fauler Affe, der mit Medizin hantiert. Und das geht irgendwann schief und ist schon zweimal schief gegangen. Geht euren eigenen Weg. Ich kann in einer Mask-Off-Gruppe Maske aufsetzen, seine ganzen Teilnehmer anlügen. Setz doch mal die Maske ab. Die Gruppe heißt doch so. Du hast doch, weil ich das ständig verwendet habe, bei Christian Wolf und Thaddeus und so weiter, hast du doch dieses Mask-Off verwendet. Ja? Dann leb es doch. Du kannst dich doch nicht Usain Bolt nennen und die 100 Meter in 8 Minuten laufen. Was Baba Yaga da jetzt treibt. Sie hat bisher 2 Bufo Alvario Erfahrungen. Bufo Alvario ist mit das stärkste Psychedelikum, was es gibt. Sie hat 2 Erfahrungen ohne Breakthrough. Also sozusagen, es ist ein 100 Meter Sprint, du bist 100 Meter Läuferin und du rennst dabei immer nur die 60 Meter und willst dann aber 100 Meter teachen, nachdem du zweimal 60 Meter auf eigentlich 100 Meter gerannt bist. Wiegt es nicht ab, surft es,
postet das auf Instagram, berührt den Klienten, berührt den Teilnehmer die ganze Zeit, weint dabei als Schamanen. Und der Teilnehmer sagt zu seinem engen Freundeskreis, die auch zum Teil da waren, er hat gar nichts gespürt, er ist gar nicht durchgekommen. Eine Fake- und Freak-Show. Mask of Bitches. So, und ich will auf die Hexe gar nicht so viel eingehen. Kommt eventuell nochmal die Tage. Nur, wie sich der Kreis schließt. Die hat, also wir haben in unserer Beziehung Videos gemacht. Hardcore für uns. Und sie meint wirklich, das ins Internet stellen zu müssen. Ohne jegliche Rechtfertigung. Sie sagt einfach, ja, dem wird es nicht gefallen, aber so ist es dann halt. Ich will mein Geld verdienen, ich verdiene damit 1.000 Euro die Woche und so und so und so. Wo man jetzt fragt, what? Also, was habe ich getan? Was habe ich getan, außer zu sagen, ich will nicht mehr? Die hat 3 Versuche unternommen, auf Pangan wieder zu mir zu kommen. Nur weil ich gesagt habe, ich will nicht mehr? Wenn das ein Mann bei einer Frau machen würde, würde er in den Knast kommen. Aber im Endeffekt so schließt sich der Kreis zum Pimperschaman. Der helle Wahnsinn, was dort abgeht. Und ich bin echt gespannt, ob jetzt Kate wirklich so weit gegangen ist und die Julian Zietlow-Tapes veröffentlicht hat. Also alles schon ziemlich krass, muss man sagen, wenn man das jetzt auch gegen den Willen tun würde. Ja. Und das scheint ja bei Julian Zietlow der Fall zu sein, dann ist das natürlich nicht schön und nicht cool. Ja, das muss man definitiv so sagen. Auch wenn man jetzt Julian Zietlow vielleicht kritisch sieht, generell sehe ich diese ganze Gruppe da als sehr kritisch. Und ich hatte auch in dem Kinam-Video das dann schon zum Ende gesagt, am Ende fällt denen jetzt dieser Lifestyle um, ja, also fliegt denen quasi um die Ohren. Ja? Die fallen jetzt auf die Schnauze. Es funktioniert nicht, denn wenn man keine Moral und keine Empathie mehr kennt und nur noch sich sieht und die Liebe lebt und das, was sich gerade gut anfühlt, ist auch richtig für einen, ja, dann endet das in einem maximalen Chaos, hatte ich auch in dem Kinam-Video nachher nochmal ein bisschen genauer erklärt, also wenn euch das interessiert, schaut da nochmal vorbei, ansonsten, wie gesagt, kann ich nur sagen, mein lieber Herr Gesangsverein, Julian, pass auf, das nimmt hier irgendwie langsam Züge an, wo das, glaube ich, auch für dich unangenehm einfach ist, ja? Also keine Ahnung, also wenn Julian jetzt wirklich so in seiner Mitte wäre, dann würde er doch mit seiner neuen Liebschaft einfach sagen, gut, ich mache mein Ding, die Freundschaft ist beendet, Peace, Love und Harmony und ich ziehe durch, ihr macht euer Ding und fertig. Ja? Und anscheinend haben die aber alle doch dann irgendwie noch so ein Ego und diese Wichtigkeit des sozialen Netzwerkes inne, dass sie dann doch irgendwie dann ihr gekränktes Ego nochmal nach außen teilen müssen. Also das wirkt jetzt nicht so harmonisch und das wirkt jetzt auch nicht so, als seien die alle total angekommen und ja, total in der Mitte. Oder wie seht ihr das? Ja, ich bleibe dran an der ganzen Geschichte. Wie gesagt, um 12 Uhr gibt es das Video zu Kinam, quasi die Antwort darauf, alles chronologisch. Und ich bin sehr, sehr gespannt, was ihr dann dazu sagt. Das wird es dann für heute gewesen sein. Bis dann und ciao, ciao.